Welcome to a breathtaking new episode of the one and only media podcast for Indie Press. Voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse. Voll, Presse. Voll. Howdy ho und welcome back to the Bonanza Bus oder Bus, wie wir Amerikaner sagen. Wir sitzen wieder ganz brav in unseren Autos, verteilt auf drei Karren, weil wir die vierte Welle schon antizipieren und freuen uns im gewohnten Umfeld unseren Podcast diesmal wieder zu nächtlicher Stunde aufzunehmen. Mir gegenüber sitzt der Pfadfinder des Jahres, Beef Rogers, mit einer richtig krassen Stirnlampe. Hallo. Hallöchen. Und ich flüstere mal rüber in den Übertragungswagen zu meiner Rechten, Herr Sammer. Was? Oh, das dumme Schwein. Der ist einfach nur scheiße, der Kerl. Vielleicht geht ja heute sein Auto in Flammen auf. Und der viel besser gelaunte und wie immer eloquente Herr Prolo Ferrari. Ja, sicher. Das ist doch mal eine Begrüßung hier. Ja, Leute, da sind wir wieder. Und ihr wolltet mich, glaube ich, noch ein bisschen beschimpfen. Das wäre jetzt die Gelegenheit. Ja, was war das jetzt hier? Irgendwie im August nehmen wir hier eine Folge auf und dann kommt die hier gefühlt im Spätherbst. Ja, für dich, mein Lieber, für dich. Was soll ich machen? Ich entschuldige mich natürlich bei allen Fans. Wir haben die Sommerpause ein bisschen in den Herbst hineingezogen, aber ich finde, die Folge lohnt sich auch im September noch. Sie ist ja gestern erst online gegangen. Und ja, aber die ganzen Qualitätspodcasts, die fangen jetzt auch gerade erst wieder an. Genau, die laufen wieder heiß. Und nur den echten Insidern fällt auf, dass der Sommer, der ärgert sich deswegen, weil der im August den Untergang der Geimpften im September prognostiziert hat. Und jetzt sitzen wir hier alle geimpft und es ist schon Spätherbst. Das hat die Spannung komplett rausgenommen. Ja. Ja. Aber September ist noch nicht vorbei. Sollte das Mitte September sein, gegen Ende? Hat er nicht gesagt. Ja, es hieß ja bis September und jetzt leben wir trotzdem noch und es ist irgendwie unbefriedigend. Finde ich auch. Also vor allem, wenn ich dich so reden höre. Dann also trotz allem, ich habe jetzt eine volle Gefriertruhe, mir kann nichts mehr passieren. Ja, okay. Wer jetzt wissen will, worum es geht, wir verraten es mal nicht, muss die letzte Folge hören. Zwingend. Dann wisst ihr alle, was der Herr Prollo schön in den ganzen letzten Wochen gemacht hat. Aber es lohnt sich dann auch fürs Kopfkino. Bitte also die Folge hören, die vergangene. Nee, die ist gut. Die ist gut auf jeden Fall. Es hat sich gelohnt. Wir sind ein bisschen jetzt, wir hatten ja gesagt, wir erzählen die Story eigentlich nicht, dass wir fast alle an der Kohlenmonoxidvergiftung gestorben wären, Prollo noch in der Notaufnahme und so, aber jetzt ist es halt raus, aber da sind wir wieder, in alter Frische. Auf dem Sofa. Ja, wir waren ja schon fast beim Kopfkino und da mache ich jetzt mal direkt unaufgefordert den Anfang. Ihr kennt doch hier die lustigen Sketch-Videos und Vorsicht Kamera und TikTok und Internet und da könnt ihr euch bestimmt so ein schönes Video vorstellen, wo Mutti in den Aufzug steigt, den Hund an der Leine, geht die Tür zu, Mutti fährt los, der Hund steht draußen. Oh, scheiße. Ja, unangenehm. Und tatsächlich, in Bochum ist eine Frau, wie ich hier lese, ungewollt ohne ihren Hund Aufzug gefahren. Das Tier baumelte draußen an der Leine. Der Schreck war groß, das Ende gut. Also alles gar nicht so schlimm. Das war in einem Bochumer Bürohaus. Und die Dame ist tatsächlich im Keller da rein, hat Knopf gedrückt, Tür Hund vergessen und dann ist der Hund mit nach oben gefahren von außen. Glücklicherweise wollte sie aber nur ins Erdgeschoss und dann hing der halt da zwischen, der Hund war ja noch im Keller am oberen Ende der Tür, da gibt es auch ein schönes Foto hier bei dem Artikel, wahrscheinlich aber nachgestellt natürlich, ich habe ja nicht den Hund erst. Also der Hund ist gerettet worden, der ist dann von der Feuerwehr da losgeschnippelt worden. Und ganz ehrlich, hat er Glück gehabt, wenn die Frau nämlich jetzt in den vierten Stock gefahren wäre, wer hätte sicherlich hinterher nicht so gut ausgesehen. Oder, für den oder Hund. Die hat so eine Leine, die man so ziehen lassen kann. Ja, okay, die stimmt. Verlängerungsleine. Das wollte ich sagen, Prollo. Megamäßig Schwein gehabt, dass die Omi nur eine Etage fährt und der Honk dann da wahrscheinlich unter der Decke hängt und die Leine so gerade gereicht hat. Ja. Mega Schwein gehabt. Ja, also von Omi ist ja gar nicht die Rede. Man unterstellt natürlich auch, so vom Gefühl her erstmal Demenz.
Aber hier ist jetzt lediglich von Frauchen die Rede. Weiß man nicht. Kann natürlich sein. So ist das. Also Mensch. Aber in Filmen ist das eigentlich immer spektakulärer, wenn dann der Hund da so, so geteilt wird und alles. Ja, da gibt es ja wirklich furchtbare Geschichten. Also da hat schon Paternoster auch. So mancher Hund schon gelitten. Wer hat denn hier Knackgeräusche? Ja, es kann sein, dass das hier Beefs. Mobiltelefon neben unserer Hightech-Aufnahme. Ja, der ist nicht ausgelastet, der surft nebenher immer so ein bisschen, guckt er sich YouTube-Videos an. Genau, Spiele mit irgendeinem Ministerpräsidenten, Candy Crush. Ja. Ach hier, das. Habe ich nie gespielt. Ich auch nicht, aber... Es ist aber auch leicht stupide, oder? Das ist doch so eins von diesen Spielen, die man einfach so, ja, wie so eine Art Anti-Sudoku, wo man einfach den Kopf frei macht bei, oder? Also ich kann sowas nicht länger als 5 Minuten spielen, für mich ist das nichts. Zu intellektuell, oder? Ja, zu anspruchsvoll. Also da komme ich nicht mit. Also da frage ich mich immer hier, welche Farben kommen da jetzt? Und ja, also nee, das geht gar nicht. Aber mal was anderes, Leute. Sag mal, wart ihr eigentlich alle, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ja, wart ihr eigentlich alle schon mal in New York? Ja, 4 Stunden lang. 4 Stunden, ja, das ist aber 2 Tage. Ja. Oh, ich habe, dann schaffe ich es sogar auf eine Woche. Ja, das war in meiner Jet-Set-Phase allerdings. Da hatte ich zwischen den Terminen nicht so viel Zeit. In deiner Jet-Set-Phase? Nein, wir waren auf dem Schüleraustausch. Dauerte 4 Stunden. Nee, wir mussten von Gegend Washington nach Boston und sind mit dem Zug gefahren. Und hatten in New York 4 Stunden Aufenthalt und mussten dann gegen Ende noch quer durch die Stadt rennen, weil irgendwer den Fahrplan verpeilt hatte. Haben es aber noch geschafft. Also ich weiß aber gar nicht, ob ich das überhaupt gelten lasse. Das ist eigentlich nicht wirklich in New York gewesen sein. Das ist eigentlich Bullshit. Ich weiß nur noch, es war alles sehr groß. Es war alles sehr groß. Das wäre nämlich meine nächste Frage jetzt gewesen. Also New York ist ja so eine Stadt, die so als die Superstadt gilt. Was ist denn das, was euch da so am meisten umhaut, wenn ihr da seid? Also ich weiß nicht, war letzte Woche da war, was war nein. Also wie gesagt, ich war einmal 2 Tage da und ehrlich gesagt, so umgehauen hat mich da jetzt so gar nichts. Ich war vorher ein paar Tage in Boston, hat mich viel mehr geflasht. Also es war halt New York, klar, kennt man aber irgendwie aus dem Fernsehen. Und was ich cool fand, war Central Park. Ja. Da hätte ich mich jetzt auch angeschlossen. Das ist Central Park ist cool, ja, das finde ich auch. Ja, ich wollte natürlich auch so ein bisschen auf die ganzen Türme hinaus, weil also ich fand die immer, auf der einen Seite ist es natürlich eine totale, sind das totale Hingucker und man fährt dann da auch irgendwie aufs Empire State Building oder so hoch und staunt und guckt und so weiter. Aber ich fand es ehrlich gesagt nichts, wo ich leben möchte. Also hat einen eher so ein bisschen erschlagen, fand ich immer. Und um diese Hochhäuser geht es jetzt auch hier in meinem Beitrag, den ich kurz einführen möchte. Diese Hochhäuser sind ja bekanntermaßen in New York auch wirklich hoch. Also jetzt nicht jetzt hier wie in so Was erzählt der hier? Popelsstädten wie in Bonn. Echt? Und ja, hier der Post Tower. Ich meine, der Post Tower. Wusstet ihr, dass der Post Tower unter den Top 10 in Deutschland ist von höchsten Türmen? Nein, wusstet ihr nicht. Ist mir klar. Wundert mich nicht bei euch. Aber gut, ich gehe mal da drüber hinweg. Nein, es geht nämlich hier um Zugvögel. Ja, New York hat nämlich ein echtes Problem. Die Türme in New York sind jedes Jahr wieder, wenn die Zugvögel zurückkommen, ein echtes Problem. Ein da echtes stehen einfach so Türme im Weg oder was? Ja, jetzt wenn du jetzt um die Zeit durch New York gehst, kann es sein, dass da vor so einem Hochhaus unten natürlich auch am Gehweg hunderte tote Vögel liegen. Also es ist ein Drama, ein unglaubliches Drama. Es gab mal eine Studie 2019, dass jährlich 90.000 bis 230.000 Vögel verenden, weil sie in New York eben gegen diese Türme fliegen. Insbesondere, wenn halt die Zugvögel in großen Schwärmen zurückkommen. Ja, aber ich unterstelle jetzt, dass die Vögel nicht doof sind. Also ist das irgendwie ein Problem mit Wind oder so? Weil die können ja auch einfach da dann vorbeifliegen. Ja, das Problem ist wohl, dass die Vögel, je nachdem, wie die Türme aussehen, insbesondere nachts, wenn da Lichter an sind, dass die das Gefühl haben, das sind Objekte, wo sie durchfliegen können. Also es wird insbesondere für die Nächte immer drum gebeten von den Tierschützern, dass
die Lichter gedimmt werden, dass Jalousien runtergemacht werden und so weiter. Und idealerweise auch, man kann ja, man kennt das ja, ne, dass so ein gewisser Vogelschutz an die Fenster gemacht wird, dass die das als eben Hindernis erkennen. Aber offensichtlich klappt das nicht so richtig. Es hat jetzt dieses Jahr wegen dieses Sturms, der ja bekanntermaßen, ich habe vergessen, wie hieß das Tief noch, was da lang sauste an der Ostküste, wegen des Sturms gehen sie davon aus, dass die Tiere vielleicht auch, also entweder tiefer geflogen sind oder orientierungsloser waren als sonst. Jedenfalls ist es dies Jahr wohl eine erheblich größere Zahl an toten Vögeln, die da die Gehwege pflastern. Und sie erklären sich das jetzt unter anderem mit dem Sturm, sie wissen es nicht genau. Aber es ist ein echtes Problem, also ist ja jetzt nicht von Pappe, ne? Bis zu 230.000 tote Vögel im Jahr, die da gegen die ach so schönen Hochhäuser knallen. Hm. Ja, und man könnte es natürlich... Gut, dass sie zwei weggemacht haben. Oh. Das ist jetzt aber ja, bitter komm. Hier. Oh. Ich habe schon überlegt, als es hieß, die denken, da könnte man durchfliegen. Ja da ging es mir auch durch den Kopf. Ich habe es freundlicherweise verkniffen, genau. Jetzt kommt der da hier. Ach, irgendeiner senkt übers Niveau. Aber ist der schwarze, der Ben schwarze braucht Humor. Erstmal ein Bier. Das ist der schwarze Humor von Ben Cartwright. Also. Obwohl, ich glaube jetzt, also ich will jetzt nicht hier den Chefzyniker geben, aber ich meine 230.000 Vögel im Jahr, okay. Aber ich würde mal vermuten, bei Aldi gehen mehr über die Theke aus dem Tiefkühlbereich pro Monat. Ja, aber das sind also, doch die guten Vögel und nicht die guten. Naja, das weiß ich jetzt nicht. Also, ja gut, also das ist jetzt so eine Perspektivfrage, aber... Naja, das ist ja schon jetzt was anderes, ne? Das ist ja eine bewusste Entscheidung, Hühner zu züchten, die du dann eben an die Kunden verfütterst, verkaufst und die futtern sie auf, während du da ja in die, sag ich mal, Natur, die du eigentlich erhalten willst, eingreifst. Nach naja, dem Argument könnte man die Grillhähnchen aber auch mit der Flak da hochschießen, dann wäre es ja egal. Was? Ich habe, Entschuldigung. Ich muss mal das erklären. Ich muss mal kurz weg. Ich habe eine super Startup-Idee für einen Lieferservice. Ja, sehr schön. Also ich denke mir, es ist natürlich sehr aufwendig, bei den ganzen noch bestehenden Hochhäusern in New York da die Fensterscheiben außen mit diesen schwarzen Vogelsilhouetten zu bekleben. Da, das ist wahrscheinlich ein langwieriges Unterfangen. Naja, ich weiß nicht, ob das so langwierig ist. Überleg mal, das gehört ja nicht... es muss ja nicht die Stadt organisieren. Jeder, der da irgendwie ein Haus besitzt, soll sich halt mal drum kümmern, dass er sein Hochhaus da so ein bisschen vogelsicher macht. Da kann ja eigentlich nicht zu viel verlangt sein. Ist ja eigentlich auch, sieht man ja auch überall. Also ich weiß jetzt nicht, wieso es dann in New York so ein Riesenproblem ist. Gut, sieht vielleicht, keine Ahnung, findet der eine oder andere nicht so schön, aber man muss halt wissen, man muss Prioritäten setzen, ne? Was ist einem wie wichtig. Das stimmt. Ja, wollen wir uns darauf ein Zwitschern? Ich denke, ja. Oh. Ja, ein Zwitschern. Also Wortspiel, jagt das Wortspiel, ich bin begeistert. Ja, also ich ja und ich bin auch froh, dass du jetzt hier von Zwitschern redest und dass der Prollo offensichtlich sich schon abreagiert hat zu Hause. Er hat ja den Eisschrank voll, hat er ja gesagt. Ne? Also das jetzt. Ich habe jetzt, seit du da angefangen hast mit Vögeln, arbeite ich an einem Wortwitz, aber leider ist es mir nicht gelungen bisher. Oder was meintest du jetzt? Also ich könnte das Thema, was du gerade angeschnitten hast, mit Vögeln so ein bisschen aufgreifen. Ja, Vögeln ist immer gut. Pass auf, ich mache mal ein Bier auf. Ja, genau. Hast du, ja, verteilst du ja was? Ich hatte ja auch eher so ein bisschen an die Palme von der letzten Folge gedacht, aber ja, okay. Also hier ist... die hat ja begrenzt was mit Vögeln zu tun. Ja, hier geht es um die IG oder IG oder wie auch immer Nobelpreise. Sagt euch das was? Das IG kommt von Ig Nobel. Das ist so ein bisschen, also hier wird es übersetzt mit unwürdig oder unehrenhaft. Ich hoffe, Prollo, das stimmt. Letzten Endes geht es darum, dass nach Angaben der Veranstalter soll die Verleihung das Ungewöhnliche feiern und das Fantasievolle ehren. Da geht es um wissenschaftliche Arbeiten zu abstrusen Themen, würde ich jetzt mal sagen.
Also unter anderem ist hier zum Beispiel gefeiert worden, wenn es gibt eine wissenschaftliche Untersuchung darüber, und das ist auch wirklich, sind tatsächlich auch wissenschaftlich, also nicht jetzt irgendwie drei Besoffene oder vier Besoffene in Bussen, die irgendwie labern, sondern das wäre auch arm. Ja, das wäre wirklich ein bisschen arm. Sondern es wird zum Beispiel in der Kategorie Medizin wurde der Nobelpreis an drei Forscher aus Deutschland, der Türkei und dem Vereinigten Königreich überreicht. Sie hatten den Nachweis erbracht, dass Orgasmen bei der Verbesserung der Nasenatmung ebenso helfen können wie abschwellend wirkende Nasensprays. Das ist doch mal eine Frage, die man sich vorher noch gar nicht zwingend gestellt hat. Ja, und, das ist, ich bin dir da auch echt dankbar. Also ich einmal knattern und die Nase ist frei. Das ist doch toll. Ja, großartig. Ja. Das ist gut. Oder da kriegt ja der Begriff, den Kasper-Schneuzen, eine ganz neue Bedeutung. Ich bin begeistert, was sich sofort hier entwickelt. Träumchen. Genau. Dann ist auch zum Beispiel im Bereich Ökologie sind Wissenschaftler geehrt worden aus Spanien und dem Iran, die mit Hilfe genetischer Analysen verschiedene Bakterienarten identifiziert haben, die sich in weggeworfenen Kaugummis befinden, die in verschiedenen Ländern auf den Gehwegen kleben. Also das sind auch mal Fragen. Wer kommt denn auf sowas? Naja, also wenn du schon mal, wie gesagt, im fremden Land gestürzt bist und dann irgendwie das Kaugummi abgenagt hast, was im Asphalt klebte, ja, aber ist was ein ganz ist anderer Bakterienstamm. Gibt's da jetzt noch irgendwas, wofür das gut war jetzt mit den Bakterien? Nö, das ist einfach, wie soll ich sagen, Wissenschaft um der Wissenschaft willen. Also ich glaube, die hielten es für eine super Idee, das zu untersuchen und haben das dann getan irgendwie. Halt. Ich fand auch sehr schön, also es gibt insgesamt 10 Preise, ich lese die jetzt nicht alle vor. Einen fand ich auch noch sehr schön, der Preis für Wirtschaft ging an ein Team aus 6 Nationen, das entdeckt hatte, die Fettleibigkeit der Politiker eines Landes kann tatsächlich ein guter Indikator für die Korruption in diesem Land sein. Also je fetter, desto korrupter. Geil, wie cool ist das denn? Das ist auch eine ziemlich geile Lösung, also traumhaft. Und insofern ist es ja auch gut, dass jetzt unser aktuelles... Kannst du das noch im Sommer erreichen? Ja, das mache ich doch glatt. Durst. Ja, genau. Ups. Ich lasse dich auch nicht verhungern diesmal. Das ist ein Träumchen und auch verdurst nicht. Ja, sehr schön. Danke, Ben Cartwright. Ich freue mich. Du beschreib doch gleich mal die Flasche, weil ich hatte ja letztes Mal gesagt, dass wir von oder durch Österreich nach Kroatien gereist sind und jetzt sind wir trinktechnisch in Kroatien angekommen, wenn Karlovacko. 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 Genau. Das ist eine kleine Stadt, Karlovac, die da direkt in der Nähe von Rovinio ist. Und da habe ich euch jetzt mal ein Bierchen mitgebracht, aber ich wollte den Beef gar nicht aus dem Konzept bringen. Nö. Ich hatte ja noch so einen verrückten. Es gibt noch mehr. Also Preis. Es gibt zum Beispiel auch ist eine Untersuchung aus ein Team aus Namibia, Tansania, Simbabwe und 3 weiteren Ländern haben eine experimentelle Untersuchung zu der Frage gestartet, ob es sicherer ist, ein Nashorn in der Luft kopfüber zu transportieren oder nicht. Und es ist tatsächlich sicherer, also sowohl für das Nashorn als auch, also wenn einer drunter steht, ist es glaube ich egal, ob das Nashorn, wie soll ich sagen, Kopf über runterfällt oder nicht, aber fürs Nashorn ist es sicherer tatsächlich. Also wenn das Nashorn an einem Hubschrauber hängt, dann ist es besser, es hängt Kopf über. Richtig. Ist vielleicht auch besser für die Atmung, oder? Ja, wenn es vorher 6 gehabt hat, ist es denke ich kein Problem, weil dann ist die Nase ja frei, aber ja, also es ist tatsächlich, solche Untersuchungen sind da. Ich finde das eigentlich ziemlich geil. Das ist natürlich völlig sinnlos letzten Endes, aber ich finde sowas traumhaft. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Also müssen immer alle Dinge im Leben Sinn ergeben. Naja, es ist ja auch so, dass für das Nashorn es doch sinnvoll ist, dies zu ermitteln, denn Nashörner werden ja von Tierschützern durchaus schon mal durch die Gegend transportiert und also das ist ja nicht sinnlos, dann zu wissen, wie es am bequemsten oder nicht am bequemsten, sondern am lebenserhaltendsten ist. Das ist auch wieder richtig, ja. Aber, also wie gesagt, ich fand das einfach eine ganz schöne Sache, diese Nobelpreise, diese Verleihung dieser Nobelpreise und wollte einfach so ein paar Anekdötchen geben. Da gibt es auch noch mehr. Wie gesagt, kann man sicherlich gerne mal rein. Wie findet ihr eigentlich meine Bierlampe, die ich gerade erfunden habe? Oh, sehr schön. Die sieht super aus. Ja, ich finde auch. Da wollen wir mal ein Foto von. Also ich bin ziemlich kreativ, muss ich sagen. Hast du das so schnell ausgetrunken, das Bier? Ja, extra Arschloch, habe ich mir gedacht. Also ich würde mir erstmal einen hinter die Lampe gießen. Prost. Und ich, also nur für die Zuhörer, es sind ja keine Zuschauer, ich habe hier ganz clever meine Taschenlampe, weil wir sitzen hier im Dunkeln, einfach
einfach mal an den Flaschenboden gehalten, angemacht und da ist die Flasche unglaublich. Das stelle ich mir, das baue ich mir irgendwie so zusammen, dann mache ich mir eine Bierflaschenlampe für zu Hause draus. Das schimmert so schön grün. Du so ein Lichtschwert da hast. Ja, ein Laserschwert, ne? Ja, so ein Laserschwert. Dann kann der Darth Vader einpacken. Darth Summer. So, ihr kennt ja sicherlich TikTok. Ich bin ja hier auch der Trendscout. TikTok ist so eine junge, verrückte App, wo man so kleine Videos gucken kann. Wo sich alte, weiße Männer gerne mal tummeln. Nein, aber Benanza ist ja auch auf TikTok unterwegs, für die, die es nicht wussten. Und deswegen bin auch ich oft mal bei TikTok unterwegs. Und tatsächlich letztens, das Schlimme an TikTok ist, du machst das auf, siehst halt so ein kleines Scheißvideo, das sind ja alles nur so kurze Dinger und man bleibt da echt voll hängen. Wenn man nicht ganz genau aufhört, dann das ist so wahrscheinlich so wie Video, wie heißt das hier, diese App, diese Dating-App, Tinder, so Video-Tinder. Ne? Du kannst einfach so immer weiter wischen, wenn dir das Video nicht gefällt, dann kommt ein neues. Ne? Immer nur so ganz kurz, man ist ganz schnell im Thema drin. Und letztens ist mir das abends wieder passiert. Ich swipe mich da so durch TikTok und dann sehe ich einfach nur ein Video, wo im Zeitraffer eine Frau über und über und über mäßig viel Putzmittel in ein Klo kippt. Das ist irgend so eine Challenge, die nennt sich Toilet Overload oder Hashtag Toilet Overload. Und dann hauen die einfach ganze Packungen Putzmittel in die Toilette rein, immer weiter in möglichst bunten Farben. Das hat schon fast was Psychedelisches. Und füllen die und am Ende passiert überhaupt nichts. Ich hätte die ganze Zeit aufs Ende gewartet, dass da was passiert. Am Ende ist das Klo einfach voll. Aber bis oben hin, Atter, was sie, also Pulver, Flüssiges, Klumpen, Kugeln, also die hauen da alles durch. Das ist ja immer sehr schön bunt. Und ich habe dann auch mich schon gefragt, warum eigentlich macht man das? Da waren auch so ein paar nette Kommentare, die dann sagten so, ja, Hauptsache schön was für die Umwelt getan und so weiter. Und jetzt heute habe ich hier noch einen Artikel gefunden, wo eigentlich Welt Online. Und da beschreiben sie dann auch diese Challenge und haben dann auch das so ganz schön eingeleitet. Also der Begriff, der Oberbegriff ist, dieser kuriose neue Internettrend kann tödlich enden. Also das ist natürlich auch sehr gefährlich. Und dann finde ich aber, haben sie es so schön eingeleitet, auf TikTok konnte die Netzgemeinde bereits allerhand Merkwürdiges, Kurioses, Unterhaltsames oder eben auch einfach nur Saudummes beobachten. Dass es wahrscheinlich nicht ganz so schlau ist, sich Eiswürfel in die Vagina zu stecken, habe ich noch nie da gesehen. Oder Erektionscreme auf die Lippen zu schmieren, habe ich auch noch nie gesehen. Nur um einmal einen echten Schmollmund zu haben, dürfte für die meisten ziemlich einleuchtend sein. Aber jetzt gerade mit dem Pulver, da sagen die eben, das ist nicht nur total dämlich, sondern auch unter Umständen super gefährlich, weil du mischst da ja ganz viele Chemikalien zusammen. Und deswegen hat die Gesundheitsbehörde von Utah in einem Schreiben ausdrücklich davor gewarnt, verschiedene WC-Reiniger miteinander zu mischen. Die chemischen Stoffe könnten miteinander zu gefährlichen neuen Verbindungen reagieren. Und dann ist hier so eine Überschrift: Im harmlosesten Fall jagst du deine Toilette in die Luft, im schlimmsten stirbst du. Und das geht dann hier immer weiter, und dass sie auch sagen, dass das Ergebnis, was du da zusammenmischst, teilweise sogar Gase entwickelt, die nach der Genfer Konvention verboten sind. Also du kannst mit Toilettenreinigern, wenn du die richtig miteinander kombinierst, Gase erzeugen, die gegen die Genfer Chemiewaffenkonvention oder Kampfmittelkonvention. Das gab es aber schon gesagt, auf ein paar ohne Toilettenreiniger. Ja. Ja, ja, gut, wir wollen jetzt. Aber jetzt mal ganz ernsthaft, das ist doch geistesgestört. Jetzt mal ganz ehrlich, wer sich sowas ausdenkt und auch die das dann nachmachen, das sind für mich geisteskranke Menschen, das sage ich jetzt mal so. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie bescheuert ist das denn? Yeah. Da, jetzt mal diese Geschichte mit dem Giftgas, da wäre ich jetzt natürlich nicht so unbedingt drauf gekommen. Ist natürlich auch richtig, es ist wahrscheinlich tatsächlich irgendwie explosiv, giftig und sonst was für die Leute, die das da machen. Aber was für eine mega Umweltschweinerei das ist, wie kann man denn so bescheuert sein? Heutzutage muss doch wirklich eigentlich bis in den letzten Winkel dieser zumindest mit Internet vernetzten Erde irgendwie klar sein, dass sowas eine Riesenschweinerei ist.
Genau. Ja, also das habe ich tatsächlich, sag mal, danke, das habe ich gedacht, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, was für ein perverser Scheiß. Also die Frau, die das da gemacht hat, die versenkt bestimmt 200 Euro an Putzmitteln. Das hörte gar nicht mehr auf. Das war richtig, richtig viel in der Toilette oder Dollar vielleicht auch. Ich weiß nicht, wo das herkam, das Video. Aber es hat überhaupt gar keinen Sinn. Es ist einfach nur Nonsens. Und das ist so für mich total der Ausdruck einer Überflussgesellschaft. Da würde ich nochmal eingrätschen. Also ja. Nonsens, würde ich sagen, ist es ja fast nicht. Weil ich würde ja Nonsens eher noch als so einen sinnlosen Humor, also wirklich, aber auch mit einem durchaus vernünftigen Hintergrund und so weiter. Also da ist was dahinter. Also hier, das ist einfach nur blöd. Also da finde ich, ich finde das auch, aber ich glaube, warum man etwas tut, ist für TikTok schlicht und ergreifend die falsche Frage. Das ist das, was mich an TikTok tatsächlich abstößt, auch wenn es mich wie so ein Verkehrsunfall, vielleicht irgendein Gaffer, fasziniert mich TikTok in der Form, dass da muss nur irgendeiner was richtig Bescheuertes machen. Ne? Das kann sein, was weiß ich, die schlimmste Challenge oder was weiß ich, wenn dieser Trend trendet oder dieser Hashtag trendet, machen das alle nach. Das ist auch mit diesen dämlichen Tänzen oder ich finde auch ehrlich gesagt, dass viele Frauen und junge Mädchen sich da völlig, ich übertreibe es bewusst, prostituieren im Sinne von die Tänze da ausführen, wo es eigentlich nur darum geht, mit dem Arsch oder mit den Möpsen zu wackeln oder irgendwie ein dummes Duckface zu machen und gar nicht merken, dass das im Endeffekt eine riesige Schar von Idioten anzieht, die dann davor sitzen, sich da ein Abgieren drauf. Ne? Und das dann aber, weil es halt die hippe Challenge ist. Und das führt das ehrlich gesagt dann nochmal so richtig auf die Spitze, weil das halt überhaupt gar keinen Sinn mehr ergibt und jetzt sogar richtig gehend gefährlich ist. Darüber hatte ich gar nicht nachgedacht, aber Ich muss jetzt irgendwie, ich bin ja Miesepeter von Beruf, ich muss da jetzt aber auch mal die Metaebene öffnen, ja, und bei dem ganzen Stuss findet sich aber immer noch so ein Typ von so einem linken, innovativen Szenemagazin wie der Welt, der sich die Scheiße erst anguckt und dann es nochmal abtippt, was er gesehen hat. Ja, nein, das war der ja gar nicht. Das war die Gesundheits, was war das hier? Die Gesundheitsbehörde von Utah. Der hat über die Presse hat er sich das natürlich erst angeguckt. Ich bin da so ein bisschen vorbelastet, weil irgendwie so gefühlt in so den deutschen Medien zumindest ist irgendwie jeder zweite Artikel, das hier habe ich im Internet gesehen und ich erzähle es jetzt nach, ja. Und da erstens haben wir ja den Trend des erzählten Videos gestartet, das ist ja mal klar. Ja. Und zweitens weiß ich nicht, das hat dann auch irgendwie keinen Mehrwert mehr. Und dann wundern sie sich, dass ihre Abonnentenzahlen einbrechen. Aber so, ich bin jetzt fertig mit meiner. Ja, ich bestätige aber deinen Eindruck, dass es wahrscheinlich, ich kann mal gucken, wer das geschrieben hat, aber das muss irgendein ganz junger, hipper Typ sein. Mhm. Der Praktikant. Weil der hier auch schreibt. 56. Doch, Praktikant, komm, schreib doch mal was über dieses Tack-Tack. Moderne Zeug da. Deine Toilette wird dann vielleicht nicht mehr existieren, oder sie wird ganz schön im Arsch sein. Hat aber lang dran gearbeitet. Ja. Aber vielleicht wäre es ehrlich gesagt ganz gut, dass irgendjemand mal so richtig die Toilette bei dieser Aktion um die Ohren fliegt. Am besten irgendwie, ich weiß nicht, was wird wahrscheinlich nicht live bei TikTok eingestellt, aber so, dass es die ganze Gemeinde mal mitkriegt. Ja, also aber auch da würde ich ja sagen, Idioten. Also wenn es nicht gefilmt wird, während sich da einer seinen Po röstet oder was auch immer, dann werden wahrscheinlich alle, dann gibt es das ja quasi gar nicht aus TikTok-Sicht. Also und wenn es gefilmt wird, dann finden sie es super und dann wird es sicherlich auch ein paar Deppen geben, die es dann auch nachmachen und versuchen da aus ihrem Klon Rakete zu machen. Und das ist ja so ein bisschen, ich bin ja immer bei sowas immer fasziniert. Also ich stelle mir dann immer die Frage, also wer ist der größere Idiot? Der es startet oder die ihm hinterherrennen und es nachmachen? Das definitiv ist, die es nachmachen. Ja, das ist für mich ganz klar, aber das finde ich ja so schlimm, dass TikTok das eben befeuert. Ja. Zur Ehrenrettung von dem jungen Typen, der junge Typ ist eine Sabine. Na gut. Ja, dann. Macht's denn besser. Alles gut. Ja, mir ist eben aufgefallen, dass wir auch bei Zuhörern schon hätten gendern müssen eigentlich. Ich übe das aber noch hier mit dem glottalen Grunzlaut. Oh, da könnte ich jetzt ja glatt mal abschweifen, wie steht ihr zum Gendern? Aber das ist eine gefährliche Diskussion. Vielleicht sparen wir uns die mal auf, wenn wir betrunken sind. Ja, guter Ansatz. Da bringen wir mal auch dann vielleicht irgendein Thema mit, irgendeinem provozierenden Artikel. Na, zufällig habe ich einen in der Tasche. Als hätte ich es geahnt. Zum Thema Gendern? Ja, vom LAG Schleswig-Holstein.
Da ging es irgendwie um die Frage, unter dem Titel Gender-Sternchen ist keine Diskriminierung. Und ich fasse das jetzt mal so zusammen, dass du bei dem Thema wahrscheinlich deswegen auch verlieren musst, weil du es letztendlich, vielleicht nicht keinem, aber nicht allen recht machen kannst, egal was du tust. Es ist tatsächlich vom Landesarbeitsgericht. Und da ging es irgendwie um die Frage, dass sich jemand diskriminiert fühlte, weil die ging um eine Stellenausschreibung, die war hier, man kennt das ja, ne, Putzfrau MWD, wie es der auf Neutralität bedachte Stellenausschreiber macht. Also letztendlich ging es darum, die hatten ein Gendersternchen verwendet und jemand fühlte sich diskriminiert. In dem Fall eine, ich lese mal hier vor, intergeschlechtlich geborene, schwerbehinderte Person. Die Formulierung sei nicht geschlechtsneutral. Und ich kenne das ja eigentlich nur, ich bin ja quasi gefühlt in den 80ern aufgewachsen und da stand eigentlich das Sternchen immer in der Suche schon für alles, ja. Ja. Und ich hatte mir nie die Frage gestellt, ernsthaft, was kann denn da jetzt noch nicht umfasst sein? Ja, aber irgendwie. Aber was heißt eigentlich das D? Divers. Ja. Also da ist doch aber dann eigentlich alles. Divers heißt doch dann diverse. Ja. Also divers als Begriff ist halt auch wieder Kacke. Ja, das klingt ja, so ein bisschen nach Sonstiges. Aber es ging aber gar nicht um das MWD, sondern um das Sternchen, das Gender-Sternchen. Aber was ist denn das Gender-Sternchen? Und, die Person hatte jedenfalls geklagt und mit dem Argument, dass das Sternchen intergeschlechtliche Personen diskriminiere. Das Gericht also, weil sah, es entweder zwischen ja. Kläger und Klägerinnen oder was dann. Ja, ich weiß es nicht. Also das Gericht saß jedenfalls auch anders und es diene gerade einer geschlechtersensiblen und diskriminierungsfreien Sprache. Ziel sei die sprachliche Gleichbehandlung aller Geschlechter und nicht nur von Männern und Frauen. Ja, so hätte ich jetzt das Sternchen nämlich auch aufgefasst. Unerheblich übrigens, kleiner Tipp, sei auch, ob das Gender-Sternchen der deutschen Rechtschreibung entspricht. Ja, aber wie ja setzt so man denn das Gender-Sternchen eigentlich korrekt ein? Ja, zwischen dem Innen, oder? Genau, also da kenne ich es auch. Da kenne ich es als Peter Sternchen oder was ich jetzt auch öfter gesehen habe, ist ein Doppelpunkt. Ja. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie der dann aber heißt. Aber es gibt ja nicht jedes Wort lässt das ja sozusagen unfallfrei zu. Also manchmal ist es ja auch schräg. Also ich glaube, der Doppelpunkt. Füllspachtel innen. Ja. Füllspachtel innen. Ja. Hähnchen Innenfilet. Ja, wir kennen ja alle die Flachwitze zu dem Thema, ja. Aber ich weiß es, ich kenne mich jetzt auch mit dem Unterschied zwischen Sternchen und Doppelpunkt nicht aus. Ich dachte immer, der Doppelpunkt sieht rein optisch weniger scheiße aus und wird deswegen favorisiert. Aber ist euch mal aufgefallen, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, jetzt muss ich das doch noch loswerden, da gendern sie ja sprachlich, ne? Die sagen ja dann irgendwie die FußballerInnen. So, da machen sie immer so einen kleinen rhetorischen Hickser, der dann für das Sternchen und den Doppelpunkt steht. Und ich finde das ganz gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mal so, vorsichtig. Es ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, das finde ich auch. Ich habe selber so meine Position zu dem ganzen Thema abschließend ehrlich gesagt noch gar nicht gefunden. Ich finde es schwierig, aber ich finde, was irgendwie doch Tendenz bescheuert ist, ist, wenn Sprache eigentlich dann eher wie ein Unfall klingt, ja. Also erstens im Schriftbild mit was weiß ich, einem Sternchen, was ja kein Buchstabe ist, oder im Sprechen dann mit irgendwie so eine Art Schluckaufpause oder so. Also ich finde schon, dass man irgendwie gucken muss, wie kriegt man es ordentlich hin, wie kriegt man es so hin, dass man wirklich so wenig diskriminiert wie möglich oder so vielen verschiedenen Lebensformen eben gerecht wird. Aber es ist irgendwie, ich hab meinen Frieden auch noch nicht gemacht. Ich fand es eigentlich immer gut, dass man hingeht und sagt, wenn man zum Beispiel Zuhörer nimmt, Zuhörer und Zuhörerinnen, dass man es dadurch auflöst, dass man beides sagt. Ja, aber das ist ja wieder das dazwischen nicht drin. Genau, aber da hast du das Diverse und so weiter nicht mit drin. Das ist, funktioniert also auch nicht letztlich. Ich suche da auch noch meine Position. Ja, ich
bin mir da auch noch nicht so völlig gefestigt. Ich habe nur so für mich immer so gedacht, naja, wie wäre es, wenn man es im Prinzip in Anführungsstrichen jeden machen lässt, wie er es gerne möchte oder sie oder ihn oder divers, im Sinne von, es ist ja dann auch so ein bisschen eine Charakterisierung oder eine Selbstcharakterisierung. Also wenn jemand das mit, wie eben der Ben zum Beispiel sagt, im Gespräch, dann sagt der also ZuhörerInnen, dann ist das, wie soll ich sagen, eine andere Selbsteinstufung oder Charakterisierung, wie man von dem anderen oder von den anderen, die dann zuhören, wahrgenommen werden will, als wenn man halt nur sagt, der Zuhörer. Ja. Und vielleicht ist das so ein Weg. Also ich finde dieses gewaltsame Vorschreiben von allen möglichen Varianten tatsächlich auch sehr mühsam und sehr verkomplizierend. Und ich meine, die Diskussion gab es vor 30 Jahren schon, wo dann auch in diversen Texten und Diplomarbeiten dann immer entweder dann über Fußnote gelöst wurde. Also ja, es wird im Fließtext dann immer irgendwie die männliche Form, ohne jetzt aber die weibliche Form und bla und blub. Aber das sind ja auch alles nur so Hilfskrücken, die irgendwie so richtig weiter nicht bringen. Und wenn man dann eben, wenn ich dann jetzt hier höre, ich habe bis jetzt auch noch nicht verstanden, wo jetzt dieses, also was dieses Sternchen, also wie das jetzt da jemanden irgendwie beleidigt oder wie auch immer, finde ich jetzt, verstehe ich nicht, aber muss ich ja nicht verstehen. Aber das ist halt ein bisschen, das nicht, also das ist so mein Ansatz. Wie gesagt, ist vielleicht nicht zu Ende gedacht und da mag es sicherlich auch ganz hervorragende Argumente für und gegen was geben, aber vielleicht ist das ja auch ein langfristiger zivilisatorischer Transformationsprozess, in dem wir uns hier befinden. Definitiv. Ja? Vorher war es scheiße und damit es halt irgendwann besser wird, muss es halt jetzt irgendwie, das Thema muss jetzt so lange nerven, bis zumindest vielleicht alle mal drüber nachgedacht haben. Mhm. Was ich nur völlig paradox finde, ist, wir haben gerade über TikTok gesprochen und sind jetzt beim Gender-Sternchen gelandet und das sind doch total widersprüchliche Konzepte. TikTok basiert darauf, dass alles allen nachmachen und sozusagen so eine totale Gleichmacherei. Währenddessen gleichzeitig es scheinbar in der Zivilisation ein riesiges Bedürfnis dafür gibt, möglichst individuell wahrgenommen zu werden, in seiner ganz individuellen Sexualität und sonstigen Lebensform, was ich auch erstmal per se im Sinne von Akzeptanz und so total in Ordnung finde. Aber das widerspricht sich so. Auf der einen Seite gibt es immer mehr Gleichmacherei und auf der anderen Seite immer stärkere Bedürfnisse nach Individualisierung. Also das ist wirklich verrückt, dieses Leben. Tja, ja, andererseits könnte man doch auch sagen, dass TikTok auch das Individuelle hervorhebt. Da kann jeder seinen individuellen Scheiß nachmachen. Ja, das stimmt. Irgendwie unters Volk bringen. Also ja, ist definitiv schwierig. Was mich mal interessieren würde, was mir so ein bisschen zu kurz kommt immer bei diesen Gender-Diskussionen ist, ich würde mal so ein bisschen mehr gern beleuchten, wie das eigentlich die Leute, die betroffen sind, sehen. Ja, es ist relativ selten, also kann mich eigentlich jetzt in den letzten Wochen, Monaten gar nicht erinnern, dass ich mal irgendwo einen Beitrag gesehen, gehört oder sonst was hätte, wo sich ein Betroffener äußert, ob das wirklich jetzt, sagen wir mal, waren die letzten 20 Jahre, ist das für jemanden wirklich eine Belastung, dass er da sich nicht wiedergefunden hat im Schriftbild oder ist das eigentlich für ihn ja nicht weiter der Rede wert gewesen? Ich meine, da ist natürlich tickt auch nicht jeder gleich, das ist auch klar, aber trotzdem, dass man mal so ein bisschen ein Bild auch davon kriegt, wie das eigentlich die Menschen erleben, zu deren Gunsten sozusagen das Ganze eigentlich stattfinden soll. Tja, müssen wir mal irgendwie Leute einladen. Vielleicht können ja unsere ZuhörerInnen sich dazu mal äußern, wie sonst immer sehr wortstark in den Kommentaren. Also würden wir hier natürlich gerne in die Sendung bringen. Ja, und auch gerne Voice-Message an die WhatsApp-Adresse, die der Ben Cartwright nie irgendwo veröffentlicht hat. Ja, stimmt überhaupt nicht. Steht im Impressum. Im Impressum. Im Impressum. Also ich muss ja hier ganz korrekt alles angeben. Ich will jetzt nicht die ganzen Fans zu mir nach Hause. Also Leute, wenn euch der Gender-Beitrag missfallen hat, fahrt ihr mal vorbei. Genau. Und dann lasst ihr mal den Kloreiniger sprechen. Genau.
dann braucht sich der Ben Cartwright auch nicht mehr die Lippen mit Viagra einzuschmieren oder sowas, damit sie dick werden. Ich nehme die Viagra? So als Brause. Was gibt es zum Schmieren? Ihr müsst euch doch nur diesen super Honig kaufen, den ich letzte Woche vorgestellt habe. Letzte Woche, das ist ja schon 2 Monate fast her, Ben. Der hat mir meine ganzen Socken ruiniert. Okay, lass uns, du wolltest auch Tupperdosen nehmen. Ja, aber stimmt. Dazu müsst ihr, wie gesagt, die Sendung hören, um das so richtig einzuschätzen. Ihr hört ja jetzt schon diese Sendung, das ist eigentlich auch schon zu viel des Guten wieder. Wollen wir mal irgendwie was Hochkulturelles oder hat noch einer was Schönes? Ich hätte was Seriöses tatsächlich. Ja, also aber auch mit Bezug auf die aktuelle Politik, wie wäre es? Ja, Politik. Ja, machen wir was Seriöses. Okay. Also die Überschrift heißt Brumm Brumm. Und ist das echt seriös? Autos. Also, ja, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Also es geht letzten Endes darum, im weitesten Sinne Verkehrspolitik und hier ganz konkret. Zum Beispiel nach der Wahl, also es wird jetzt ja gerade, ich weiß nicht, ob es die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt alle schon mitbekommen haben, aber es ist ja auch kurz vor der Bundestagswahl. Und ein Thema wird ja relativ ausgespart, weil sich so keiner so richtig rantraut. Das ist Verkehrspolitik. Die wird nicht wirklich viel thematisiert, sondern eher so am Rande. Weil zum Beispiel da auch das Thema Tempolimit kommt auf den Autobahnen. Das ist ja... Ich sag mal so, für viele Deutsche, als würdest du, also gerade Männer, glaube ich, als würdest du ihnen einfach androhen, ich schneide dir da Eier ab, wenn du jetzt nur noch zum Beispiel 130 fahren darfst auf dem Auto. Ja, dann bis 150 kostet ja nur Geld. Ja, genau. So. Und ich fand ganz schön, das ist jetzt in dem Fall in der Süddeutschen, die haben einfach mal geguckt, es wird ja dann, gibt es ja auch viele Cousinen, ja viele Informationen und Halbinformationen und Halbwahrheiten, was das denn jetzt bringt, ob es überhaupt was bringt und so weiter und so fort. Und haben das mal versucht, ein bisschen seriös zu berechnen, was da auch mit den möglichen Änderungen, da geht es jetzt nicht nur ums Tempolimit, aber auch, sich dann wirklich ergeben könnte. Das ist auch ein langer Artikel mit ein paar Grafiken, die ich jetzt hier im Podcast relativ schwierig zeigen kann. Nichtsdestotrotz. Wir haben aber die Rubrik, die vertonte Grafik. Ne? Ja. Ja. Also von unten links geht so. Ja, geht sowas nach rechts oben ein bisschen gezackt. Also, die sagen zumindest, dass zum Beispiel auf ungefähr 30% aller Autobahnkilometer die Geschwindigkeit bereits begrenzt ist. Wegen Gefälle, Nässe, dichter Verkehr, bla und blub, alles Mögliche. Das heißt, du hast dann noch so ungefähr 70%, wo das nicht der Fall ist. Und dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil es gibt so gar keine genauen Messungen wohl zum Thema, ob das jetzt alles, was es da für Unterschiede gibt zwischen den verschiedenen Strecken. Nichtsdestotrotz, sagen die in Anführungsstrichen, sagt der Artikel letzten Endes, dass es so ein bisschen auch die politische Landschaft gespalten ist. Also CDU, CSU, FDP und AfD sind für die freie Fahrt. Während Grüne, Linke und SPD, Umweltbundesamt, Verkehrssicherheitsrat, Umweltverbände und so weiter und etwa die Hälfte der ADAC-Mitglieder inzwischen für ein Tempolimit sind. Das ist jetzt irgendwie, wobei es sicherlich auch ADAC-Mitglieder gibt, die bei der CDU, CSU sind oder bei der FDP. Egal, auf jeden Fall. Entschuldigung, ich darf Sie hier mal in Ihrer Rolle als ADAC-Mitglied ansprechen. Genau. Ja. Genau, also hier geht es letzten Endes darum, bringt das denn überhaupt was, dieses Tempo 130 in den verschiedenen Effekten? Also hier wird zum Beispiel der Klimaeffekt genannt. Also wird ein Klimaeffekt erzielt, da haben sie jetzt auch ein bisschen hin und her gerechnet, wie bei einem Tempo 130 eine Einsparung von CO2-Tonnen, die ausgestoßen würden. Da sind sie relativ klar, dass das tatsächlich ohne Mehrkosten... Du sagst schon, ich platze gleich. Ja, was jetzt? Ein Tempolimit würde den Ausstoß von CO2 sogar merklich senken. Das ist tatsächlich was, genau. Okay. Auswirkung auf die Luftqualität ist dann ähnlich. Das heißt, auch da hängt es ein bisschen von der Verhältnis Fahrstrecke zur Stickoxidemission und so weiter und so fort ab. Weil ja auch ein Großteil der Sachen auch entsprechend... Arschloch, ja, wenn es mehr als eine Minute ist, dann seid ihr schon einfach fordert oder was? Wir sind einfach TikTok geschädigt. Generation TikTok. Kannst du mir mal die Grafik vorlesen, bitte? Aber das links oben, ja. Links oben, rechts oben. Also du musst alle 15 Sekunden musst du mal irgendwie so eine Schüssel explodieren. Oder soll ich einen Jingle irgendwie bringen? Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an den Scholzomat. Ja, genau, da bist du jetzt gar nichts mehr machen. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja, genau. Also, egal. Auf jeden Fall...
würde es tatsächlich, was die Reduktion von Schadstoffen angeht, würde tatsächlich auch helfen, also würde Mensch und Natur dienen. Dann gibt es noch die Unfallstatistik, da haben sie auch mal so ein bisschen gezickt und geguckt und was sich da verändern würde, auch da ist es tatsächlich so, dass es da einen Rückgang geben würde von Unfällen beziehungsweise von schweren Unfällen, also auch die Anzahl der Verletzungen etc. würde sinken. Das heißt, auch das wäre ein durchaus positiver Effekt in den, kleiner Scherz, allermeisten Fällen. Und dann geht es letzten Endes auch noch als drittes dann noch für den Verkehrsfluss. Das ist ja auch immer noch eine spannende Sache. Tatsächlich wäre der Verkehrsfluss auch ein wenig besser. Allerdings ist es nicht ganz umsonst. Das wird ja immer gerne kolportiert, dass das quasi umsonst wäre. Das ist nicht so, sondern da was hat er. Was kostet denn da? Die ja, Schilder, oder? Ja, genau. Also du hast, hier wird das ein bisschen auch vor allen Dingen der Zeitverlust. Das heißt, es geht ja dann für einige schon auch langsamer voran als jetzt. Der wird so ein bisschen unterstellt und das dann auch, da gibt es natürlich jetzt auch wilde Hin- und Her-Diskutiererei, ob man dann 65 Millionen Stunden Zeitverlust erzeugt, aufs ganze Land gerechnet pro Jahr, oder ob das dann nur ein paar Sekunden sind für den Einzelnen, ob das dann relevant ist. Ja, vielleicht ist das ja kardiologisch sogar gesünder, weil man länger lebt, wenn man Zweitrundeneffekte ein bisschen weniger Stresssituation, Prollo, ne? Also Prollo, niedrigerer Blutdruck und sowas. Also das ist eine tolle Idee vom Prollo und ich muss auch sagen, so ganz plausibel klingt es jetzt erstmal nicht mit diesem Zeitverlust, weil wenn du sagst, der Verkehrsfluss wird besser, dann muss man ja dagegen rechnen, diejenigen, die besser durchkommen. Das sagen sie halt auch, das ist halt hier auch so, da muss man wieder 20-30% gegenrechnen und so weiter und so fort. So über den dicken Daumen sagen sie, wahrscheinlich wird das einen leichteren oder eine leichte Verbesserung finden. Das ist aber tatsächlich schwer zu berechnen, weil man mit sehr vielen Annahmen dann arbeiten muss und das ist dann irgendwann verlässt man auch den Bereich der Seriosität. Sie fassen aber zusammen, dass ein Tempolimit vermutlich viele Vorteile und nur wenige Nachteile hätte. Und das ist tatsächlich das Schöne und das sagen sie dann aber auch. Du hast hier so ein bisschen die Krux, dass du quasi mit rationalen Daten und Argumenten eine völlig emotionale Debatte, versuchen willst zu führen, was ja nicht geht. Weil die Erkenntnisse, dass das irgendwie Sinn macht und dass ein Auto bei 180 einfach deutlich mehr im Verhältnis auch ausstößt als bei 130 oder 120, ist jetzt echt nichts ganz Neues. Und das Spannende ist halt, wie man, ob Fakten helfen, eine völlig überladen oder emotional überladene Debatte zu führen. Das ist halt so ein bisschen das, was ich auch mal gerne in die Runde schmeißen möchte. Ich hätte es auf jeden Fall geil gefunden, Beef, wenn du irgendwie in die Wahlarena gegangen wärst mit dem ganzen Statement, dich dahingestellt hättest und das einfach mal so, wie du es gerade hier gemacht hast, einfach mal so in die Runde reingehauen hättest. So, du hast jetzt so viel Sendezeit kriegt er aber nur hier im Podcast. Ja, aber stell dir mal vor, der Typ steht da und erzählt 5 Minuten und lässt sich auch vom Moderator nicht einfangen. Ja gut, das ist dann schon, also das ist gewiefter Politiker irgendwie. Das ist dann hier so, wie heißt der Typ, ist da von Hessen? Der hat doch Bouffier, jetzt auch, Bouffier, genau, der hat jetzt irgendwie bei irgendeiner Sendung einfach immer weiter geredet. Egal, was so um ihn herum toste, redete weiter. Aber das war doch auch beim Scholz-Formaten so. Da krachte doch irgendwie die Kamera irgendwo komplett zusammen, es schepperte im ganzen Studio, aber der hat einfach weiter geredet, als wenn nichts wäre. Ja. Bei Tempolimits muss ich, oder bei dieser Diskussion, also ich bin erstmal vorneweg gesagt, eher ein Fan von einem Tempolimit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fahre aber auch einen Bus und keinen Ferrari, aber die Downside ist, dass es dann nicht mehr diese Legende um die Autobahn gibt. Und als ich mit 16 in Amerika war, was jetzt ja auch erst 10 Jahre her ist, dann war es immer so schön, wenn die in der Highschool gefragt haben, Ben, have you ever driven on the Autobahn? Das war einfach so legendär, die konnten sich das nicht vorstellen. Da habe ich mir gesagt, ja, wir fahren da jeden Tag und ne, das ist so. jeden Tag 220. Ja, stell dir mal, du krachelst da über die Nordschleife vom Nürburgring. So stellen die sich das wahrscheinlich vor. Ja, wir fahren jeden Tag 60 bis Godesberg und dann wieder runter. Aber was ich eigentlich sagen wollte, in Amerika ist ja sogar noch ein viel strikteres Tempolimit. Ja, 65 Meilen, 100 Stundenkilometer ungefähr, manchmal 75. Und das ist so ein angenehmes Fahren eigentlich, also, im Vergleich, wenn du dann nach einer Woche Amerika oder so wiederkommst und dann auf die Autobahn, Frankfurt A3 am besten noch,
Da kriegst du direkt auch einen Herzinfarkt. Da reicht doch schon Holland und so. Ja, das kardiologische Argument ist sehr gut. Total da. Und ich hätte jetzt auch das Niederlande-Beispiel gebracht. Also auch da läuft der Verkehr für meine Begriffe flüssiger. Also immer wenn ich da unterwegs bin, irgendwie ist jetzt auch nicht wöchentlich, aber da habe ich schon. Da fliege ich genau von Düsseldorf. Ich fliege erst von Köln nach Düsseldorf. Du fährst und dann mit dem Auto nach Holland und dann fliegst du zurück. Genau. Nee, und da muss ich gestehen, das ist auch so ein Thema. Also ich finde es hier nur faszinierend. Also das ist ja die Debatte ist völlig emotional. Die ist jenseits aller Sachargumente, wird die geführt gerade von den Verfechtern. Aber, und das finde ich halt auch so ein bisschen, also die meisten Politiker trauen sich auch so richtig nicht an das Thema dran, weil sie wissen, es gibt so halt emotional mehr. Emotional ist und weil es so eine der letzten deutschen Besonderheiten vielleicht auch ist, wo dann vielleicht bestimmte Leute ganz viel von abhängig machen. Ich weiß es nicht. Aber es würde aber auch so einiges entspannen, das hast du jetzt noch nicht gebracht als Argument, das Tempolimit. Also zum Beispiel der Ben Cartwright könnte bei Regen definitiv gemütlicher rechts ranfahren. Du bist so ein dreckiges Schwein. Ich möchte nochmal betonen, ich habe kein Problem damit, im Regen zu fahren. Ich hätte mir nur vorstellen können, dass man halt unter so einem Solardach durchfährt. Das ist doch cool. Aber ihr habt auch das Bild nicht gesehen, damals am Lagerfeuer. Das ist wohl wahr. Nichtsdestotrotz, also ich finde das ganz spannend, dass es diese Diskussion auch heute noch gibt. Also das hätte man, glaube ich, schon vor 20 oder 30 Jahren entscheiden können. Psychologisch hätte man eigentlich auch mal, man hätte doch einfach mal, sagen wir mal, 180 als Tempolimit einführen können. Ja, früher. Ja? Ja, als also dass man so mal leise, langsam anfängt, so die ganz krassen Raser einfach so leicht zügelt. 180, da kann doch jeder mit seinem Opel noch sagen, komm. Genau. Oder 150, und dann kannst du schon mal sagen, bei uns kannst du schon mal 30 mehr fahren als bei den Holländern. Siehste. So, aber was ich sagen wollte, das gibt es ja, die Diskussion gibt es ja schon ewig. Ja. Und hätte man gleich mit 180 angefangen, dann wären wir jetzt vielleicht schon bei 130. Nee, aber früher war immer das Gegenargument, auch aus der Politik sehr stark, und da haben die das wahrscheinlich auch in so eine Rechnung mit reingebracht, aber die deutsche Autoindustrie. Ja, genau. Wenn wir die sozusagen jetzt irgendwie im Land der deutschen unbeschränkten Fahrbahn limitieren, indem es da auch nur noch so ein Tempolimit gibt, dann bauen die nicht mehr oder sind die Autos nicht mehr so attraktiv und dann stürzt der Absatz weltweit. Das ist tatsächlich auch noch ein Argument, was da also noch aufgelistet wurde. Ich habe es dann etwas verkürzt, weil ihr ja nicht in der Lage seid, mehr als eine Minute Informationen am Stück aufzunehmen. Aber weil wir das alles schon wissen. Ach so, ja, das war der Grund. Vor allen Dingen muss man zwischendurch auch atmen. Trinken. Aber Beef, es gab auch jetzt, ich weiß nicht, ob das im Kontext mit dem Wahlkampf war, es gab auch ganz herrlich jetzt alte Bilder, haben sie eingespielt, als die Diskussion damals war, Anschnallpflicht oder nicht. Das ist ja wirklich schon eine Ewigkeit her. Und dann hast du da die ganzen irgendwie die Supermatten und Schnurris und sonst was in den Autos. Und dann haben sie die in die Autos rein, quasi das Mikro reingehalten. Sie schnallen sich also nicht an. Und dann kommen so Sprüche. Nee, das greift ja in meine persönliche Freiheit ein, in meine Grundrechte und das geht ja nicht, wissen wir ja. Das geht ja nicht. Seit zu dem Thema, das muss ich mal sagen, also es gab mal vor 25 Jahren einen extrem geilen Werbespot von, ich glaube Mercedes-Benz war es seinerzeit, und zwar ging es darum, in dem Fall nicht ums Anschnallen, sondern um den Beifahrer Airbag irgendwie auch, und da war tatsächlich auch, wurde ein in dem Werbevideo wurde ein Autofahrer angehalten, ein Mann, auf der Beifahrerseite saß eine Frau, und er wurde interviewt, ich habe hier ein Airbag und so, super, und ihre Frau nebenan, und dann, also es wurde dann Werbung für den Beifahrer-Airbag gemacht, und der Mann sagte da nichts, und dann der Reporter, das ist doch ihre Frau, und dann endete der Spot, fand ich extrem geil, und das war großartig, also ging halt wie gesagt mit dem Beifahrer-Airbag, dass der jetzt auch drin ist bei Mercedes und dass du dann jetzt da auch die Frauen mit befördern kannst. Na, siehst du. Nee, aber das ist, keine Ahnung, aber wie gesagt, man braucht ja wirklich, kann ja wirklich ins benachbarte Ausland gehen, man kann in die USA gehen, also überall sind die Einschränkungen deutlich strenger und die leben ja auch alle und die kommen auch alle ans Ziel. Und es wird auch in Deutschland irgendwann früher oder später kommen und dann wird man irgendwann zurückblicken, so wie wir heute auf die Zeit zurückblicken, wo das Anschnallen noch nicht verpflichtet war, und man fragt sich, wieso hat das Jahrzehnte gebraucht, bis man das umgesetzt hat. Das ist halt deutsch.
Ja, aber es ist ja, das ist also grässlich. Mit Einschränkungen würde ich das tatsächlich vergleichen mit diesem Waffenthema in Amerika. Ja, das ist halt so ein Thema, wo du einfach auf keinen grünen Zweig mehr kommst, weil das emotional so durch ist. Da kannst du eigentlich nur verlieren. Ja, da gibt es halt zwei Meinungen und dazwischen gibt es nichts. Und die einen sagen so, die anderen so. Eigentlich objektiv ist es alles scheiße. Und ja. Ich frage mich vor allem, was die davon haben, dass man mit diesem Schnellfahren, weil ich behaupte mal, tagsüber kannst du das gar nicht richtig ausreizen. Also man könnte ja auch als Kompromiss einfach sagen, so wie das in vielen Orten auch ist, dass man 130 von, was weiß ich, 8 Uhr morgens bis 10 Uhr abends macht und danach können die halt ballern. Naja, du kannst ja mal, unsere bekannten Kollegen, Freunde, den Joe und den Karl-Heinz Ballermann fragen. Der Karl-Heinz Ballermann kann dir nämlich erzählen, wie das so war, wenn er mal tagsüber beim Joe im Auto gesessen hat auf der Autobahn. Es gibt schon Leute, die das schaffen, schnell zu fahren tagsüber. Ja, okay, das ist aber nicht, also das finde ich jetzt auch nicht entspannt und da greifen wir auch all diese Sachen, zumindest was so Verkehrssicherheit, kardiologische Effekte und so weiter anbelangt, aber ja. Nachts, man könnte auch ab 10 Uhr abends die Autobahn freigeben. Man ich fahre zum Beispiel nachts auch gerne schnell, weil ich dann einfach wach bleibe, ja, wenn du mit 180 dadurch durchballerst auf der linken Spur, dann bleibst du halt auch besser wach, als wenn du hier mit 100 hinter so einer Ente herstellst. Weil der Angstschweiß ja. So in den Augen brennt oder was, dass du immer wieder dann... Richtig. Nee, ja, das es ist gerade zittert. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich kenne eher von vielen Autobahnen noch so die Einschränkung, dass es gerade nachts wegen der mehr oder weniger nahen Anwohner eher nochmal aus Lärmschutzgründen reduziert wird, im Korrekt. Gegensatz zum tagsüber. Du hast vollkommen recht, aber ich würde es jetzt einfach mal umkehren. Also. Antizyklisch. Ja. Scheiß auf die Anwohner, ja. Baller durch. Ja. Genau, ja, kann ja in ländlichen ja. Strecken. Manche sind die Autobahn auch öfter ja. Außerdem, das läuft ja unter White Noise. Manche Leute holen sich das über Elektronik ins Schlafzimmer, dass es einfach so dieses Hintergrundrauschen ist. Ja. Und so ein schöner Porsche bei 250, der schläfert dich bestimmt besser ein, als wenn da wieder die Leute vorbeitucken. Ja, Prollo, aber was machen denn dann die Leute, wenn jetzt demnächst alle E-Autos fahren und plötzlich nur noch die Geräusche den Lärm verursachen und der Motor aber einfach so schön leise ist. Ja, musst du dir so einen Brummkreisel holen. Musst du so eine Soundwall aufbauen. So einen Brummkreisel. Ja. Ich weiß ja auch. Ja, wie ist denn das eigentlich im E-Auto? Gibt es eigentlich schon Modelle mit Motorgeräuschen? Dass man sich das so ein bisschen zuschalten kann? Ja, UFO-Geräusche werden eher dazu geschaltet. Also, ich kenne ja auch jemand, meine bessere Hälfte, die ein E-Auto fährt. Das hört sich echt an wie ein UFO. Das ist total krass. Weil ich jetzt tatsächlich keine eigenen Erfahrungen mit UFO-Geräuschen habe. Jetzt mal ehrlich. Also, Raumschiff. So dieses ihr seid alle schon mal geholt worden und irgendwie durchgeknattert worden von den Außerirdischen und dann wieder abgeworfen oder wie? Oder? Wie durchgeknattert worden? Welche Rolle innehat das, möchten wir hier nicht verraten. Aber ich kann dir sagen, es ging schon mal spannend dazu im Finanzamt. Du hast zu viel von den kleinen grünen Männchen gelesen. Kennt ihr den Comic? Naja. Ich kenne tatsächlich eine Homer-Simpson-Folge. Das ist auch sehr geil. Wo Homer durchgeknattert wird. Ja, wo Außerirdische kommen und Homer einfach ohne weiteren Kommentar einfach sich die Hose runterzieht und ihnen den Hintern entgegenstreckt. Das ist traumhaft. Also das ist wirklich witzig. Also vielleicht kann du nicht nur lachen, aber ich habe drüber gelacht. Weil er dann denkt, es ist jetzt der nächste. Genau, es ist einfach, wird jetzt einfach hier von den Außerirdischen. Ja. Apropos, ich hätte noch ein Bier anzubieten. Wie wäre es denn damit? Ja, komm. Wie weit sind wir eigentlich mit der Uhr? Ja, schon ziemlich weit, aber ich sag dir nicht genau, wie viel Uhr wir haben. Ich wollte dich mal was ganz anderes fragen. Sag mal, würde es dir auffallen, wenn bei dir 300.000, ja, gerne. Oder das? Nee, Gold ist immer genau richtig für mich. Prollo, möchtest du ein Becks Gold oder ein Becks Normal? Ach, gib ein Gold, komm. Ja, warte jetzt, 300.000? Ja, 300.000 Euro in der Portokasse fehlen würden. Ist das offen? Nee. Dann müsste ich nochmal bitten. Das wohl ich merken. Nämlich hier ohne Utensilien. 300.000 Euro, die plötzlich in der Portokasse fehlen. Nee, das würde ich nicht merken, weil ich die in der Portokasse eigentlich sowieso nicht drin habe. Insofern. Ja. Nee, ich kann es ja mal auf. Es ist, glaube ich, kann man die Frage für jeden von uns beantworten, außer Prollo mit seinen ganzen Etablissements. 300.000 Euro würden wir wohl merken. Herr Ronaldo, Vornamen Cristiano, hat es nicht gemerkt.
ist schon ein paar Jahre her, dass das passiert ist, ist aber jetzt erst rausgekommen und deswegen berichtet der Spiegel darüber. Ja, danke sehr. Der gute Herr Ronaldo und noch ein paar andere Profis, die haben wohl eine Dame in ihrem Umfeld gehabt, die zumindest irgendwann mal in ihrer Karriere denen eine Reise gebucht hat. Und dazu hatten sie der auch Kreditkartendaten und andere Daten gegeben. Und diese portugiesische Schwindlerin, wie es hier heißt, hat dann jahrelang... Du meinst die portugierige Schwindlerin. Die portugierige Schwindlerin hat dann jahrelang Reisen gebucht, die es nie gab, und von diesen Kreditkarten abgezogen. Und bei Herrn Ronaldo waren es immerhin fast 300.000 Euro, 288.000 Euro, die so verschwunden sind. Und er hat es einfach gar nicht gemerkt. Der hat es nicht gemerkt, dass das da weg ist. Die hat über 200 Reisen auf seinen Namen gebucht, von seinen Kreditkarten abgezogen, und er hat es nicht gemerkt. Es ist erst aufgefallen, als die Kreditkarte abgelaufen war. Dann, wer ist denn da alles hingereist? Die hat 200 Reisen? Niemand. Die hat einfach nur so getan. Okay. Die hat, glaube ich, ein Reisebüro betrieben, wenn ich das richtig sehe. Ach so, ja gut. Dann. Und hat dann immer, genau, eine Reisevermittlerin in Porto und hat dort dann quasi wahrscheinlich irgendwann mal eine Reise vermittelt, die Daten gehabt, wie man das so macht, und dann einfach immer weiter fingierte Reisen abgerechnet. Ja, und wie ist es aufgefallen? Ja, du hörst mir nicht zu, weil die Kreditkarte irgendwann abgelaufen ist. Und dann hat man sie erwischt und 2017 musste sie dann vors Gericht. Nach Porto ist zu 4 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden und muss insgesamt 350.000 Euro, wie gesagt, waren auch noch ein paar andere, zurückzahlen. Und jetzt, pass auf, das kommt die ganze Pointe, Ronaldo wird auch diese Rückzahlung vermutlich kaum zur Kenntnis genommen haben, weil der verdient das Doppelte der Gesamtschadenssumme, 560.000 Euro, in der Woche. Ach du. Die Frau ist komplett ruiniert, wird das wahrscheinlich den Rest ihres Lebens da abstottern, und der Kerl verdient das Doppelte davon in der Woche. Das ist auch einfach mal pervers. Aber ich will jetzt keine Neiddebatte starten. Ich fand es nur irgendwie witzig, dass du halt so viel Geld einfach nicht merkst über Jahre, dass das da... Naja, ich vermute jetzt auch mal, dass der Herr Ronaldo auch seine Finanzen nicht irgendwie alles selber bucht und verwaltet. Also ich glaube, er hat dann wahrscheinlich auch einen Finanzberater oder Finanzberaterin, und die wird ihm dann, die wird ihm dann irgendwie das machen. Also hat möglicherweise auch nicht aufgepasst, aber... Ja, ich bin ja nebenberuflich auch Kontoauszieher. Aber liest du die wirklich, die Kontoauszüge? Also bist du so einer, der die so durchguckt, einmal die Woche oder so? Also ich gucke die tatsächlich regelmäßig durch, weil ich da auch irgendwie meinen Konsum tracke so ein bisschen. Mhm. Ich zahle auch gerne mit Karte, weil ich dann hinterher weiß, was es war. Ja, und bei Bargeld ist es immer so ein bisschen flüchtig. Ja, weil auch bei den Summen, die ich so mit mir führe, kommt man schnell durcheinander. Ja, aber in deinen Nebenjobs ist doch wahrscheinlich nur Bargeld. Ja, der Nachteil ist, du kannst halt Kreditkarten kannst du nicht so wie Fuffis durch den Club werfen. Ja. Die Einnahmen Prost. Eher als Bargeld. Richtig, ja. Prollo, Prost. Ja. Prost. Prost, Jungs. Sag mal, in diesem Sinne. Ja, Prost. Aber das Stichwort Neiddebatte, was du gerade gesagt hast, das jetzt nur mal ganz am Rande, nicht um eine neue Diskussion aufzumachen. Ich finde diesen Begriff, der wird immer als Totschlagargument einem entgegengeschleudert, wenn man sich irgendwie über irgendetwas, was so schon an Dekadenz grenzt oder dekadent ist, wenn man sowas kritisiert, dann wird einem immer entgegengeschleudert, dass man nur neidisch ist und dass man eine Neiddebatte aufmacht und sonst etwas. Ganz ehrlich, ich bin nicht neidisch darauf, dass der da 500 Riesen in der Woche verdient. Das interessiert mich eigentlich auch nicht die Bohne, das irgendwie selber mal irgendwie schaffen zu wollen oder sonst irgendwas. Aber ich finde, man muss auch einfach sagen dürfen, dass es pervers ist. Ja, ja, das habe ich auch nicht, habe ich auch gesagt und habe ich auch nicht mit der Neiddebatte abwürgen wollen. Aber ich wollte es nicht, das Gespräch jetzt in eine Richtung lenken, aller, warum verdienen die so viel und ja, ist gut, das gerecht viel, und so. Natürlich ist das nicht gerecht. Ja. Der kann so gut Fußball spielen, wie er will. Ja, aber mit dem Geld kannst du halt auch nicht auf so einem Metallpenis ins All fliegen. Ja, da reicht es dann wieder nicht. Also Geld ist ja relativ.
Ja, aber du kannst ja vielerlei Dinge mit Geld machen. Also du kannst ganz unterschiedliche Dinge damit machen und ich weiß es immer nicht. Also ja, mir ging es jetzt eigentlich auch am Rande nur darum, dass es mich immer ärgert, wenn versucht wird, eine Diskussion tot zu machen, dadurch, dass einem vorgehalten wird, dass man irgendwie nur neidisch ist oder sowas. Ja, weil das halt typisch deutsch ist, dass man neidisch ist. Neid ist genauso wie die Autobahn irgendwie so eine deutsche Besonderheit. Aber nicht Besonderheit, aber ich glaube, in vielen anderen Ländern würde man immer sagen, gerade in Amerika muss man ganz ehrlich sagen, da gibt es ja viel größere soziale Schluchten und trotzdem ist da diese Neiddebatte, ich sag's jetzt einfach nochmal, nicht so verbreitet wie in Deutschland. Weil da einfach, wenn einer das schafft, weil er halt einen guten Football schmeißt oder gut Basketball spielt, damit auch diese aberwitzigen Summen zu verdienen, dann sagen die, ja, kann ich ja auch, wenn ich das so gut könnte. Das wird da viel schneller akzeptiert. Das muss ja nicht besser sein. Aber er macht ja halt mit seinen Leistungen hier der Dings, Ronald Dingsbums, macht ja auch viele Leute glücklich, ja, die dann schön bei einem Bierchen da sitzen können, denken, ach, wie schön spielt er wieder. Ja, wenn du ja, irgendwie so B-Jugend gucken musst, irgendwie alle mit Kindern werden das wahrscheinlich irgendwie kennen, ja, dann sitzt du da und denkst dir, ach du Scheiße. Und dann ist es doch schön, wenn man mal 90 Minuten durchgucken kann und hat einem hinterher gefallen, ja, und es hat vielleicht auch nicht reingeregnet ins Wohnzimmer. Dann soll er doch ruhig sein Geld bekommen dafür. Ja, ich finde es nur, wie gesagt, ich finde es nur Wahnsinn, dass man so den Überblick verlieren kann, aber vielleicht ist das einfach nur der Gedanke des kleinen Mannes. Ich denke, zu limitiert. So, ich habe jetzt hier für den Sommer vorbereitet. Also, hat einer noch ich gesagt? Was hast du vorbereitet? Ich hätte doch, also ich ahne jetzt, was kommt, sage ich jetzt mal vorsichtig. Aber du hättest, ne? Nee, also ich muss das kann ich. Obwohl, das würde Sinn machen. Also ich würde nur, das ist nur eine kleine Geschichte, das dauert eine Minute. Also ich rede jetzt auch längst nicht so viel und ich, wie soll ich sagen, antizipiere auch eure Aufmerksamkeitsspanne. und daher würde ich das kurz fassen. Was ich auch gelesen habe, es ist ein Interview, ich gebe das jetzt auch nicht wieder. Jetzt ja, wie gesagt, Bundestagswahl wieder, ist ja nach wie vor ein aktuelles Thema. Wusstet ihr, dass man auch in das eigene Wohnzimmer zum Wahllokal umfunktionieren kann. Ich das bewusst? Weil ich wusste bis jetzt immer nur, dass man üblicherweise in irgendwelche Schulen geht oder Kindergärten oder sonst irgendwas, irgendwelche öffentlichen Gebäude, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich bin eine Zeit lang in einem Altenheim wählen gegangen. Da saßen die alle und da hatten Spaß, dass die ganzen Leute da reinkamen. Ja, siehst du, und hier ist das auch so. Das ist in Leverkusen Edelrath und da gibt es dann das Ehepaar Fabricius und in deren Wohnung gibt es seit 12 Jahren, baut dieses Rentnerpaar quasi ihre Wohnung in ein offizielles Wahllokal um. Hm. Das hat sich durch Zufall ergeben, das seinerzeit irgendwie wohl gesucht war. Das war vorher in einem anderen Laden, in Anführungsstrichen, und dann ist das über Nachbarschaftsverein und wie so geht. Und er sagte, ja Mensch, dann können wir das bei uns machen. Und da ist jetzt seitdem sind da 2 Europawahlen, 2 Kommunalwahlen und jetzt die 4. Bundestagswahl und nächstes Jahr die 3. Landtagswahl. Die gehen jetzt da alle durch das Wohnzimmer des Rentner-Ehepaars Fabricius. Ich finde das eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ja. Das war der Herr Fabricius. Warum auch nicht? Das war, glaube ich, der Herr Scholz. Wenn die Toten Hosen, in Wohnzimmern Konzerte geben können, dann kann man auch in einem Wohnzimmer wählen. Ja, war eher ein bisschen erstaunt von dem, also da ist ja nun Deutschland auch ein durchaus, ich will nicht sagen überreguliertes Land, aber schon ziemlich reguliertes Land, was sowas angeht. Und mich hat erstaunt, dass das geht tatsächlich, also dass das einfach möglich ist. Da hätte ich jetzt gedacht, ob das dann irgendwie Befindlichkeiten sind oder dass man da jetzt, wenn der jetzt aber dann auch noch irgendwie eine eigene politische Meinung hat und darf das denn sein oder so. Aber das ist tatsächlich alles wohl ganz unkompliziert. Cool. Ja. So, da könnt ihr jetzt wieder eure Tränen trocknen vor Glück und ich denke, jetzt kannst du das machen, was du eben schon machen wolltest, Ben. Meinst du das hier? What the fuck? What the fuck is that? Oh Mann, ich stelle mir den Ben vor, dass der das ist. Na gut, dann hau ich es halt raus. Komm. Sag mal. Ach, herrlich.
Ich muss irgendwann dieses Soundboard hier mal so physisch reinbauen. Ich glaube, da würde ich die ganze Sendung stören. Ja, oder ein UFO kommt mal und macht so Geräusche dann irgendwie. Das wäre dann auch nochmal ein Thema. Wie ist dann den Beef, nicht den Beef, den Prollo wegnagelt da drüben? Ja. Stefan Raab hat bestimmt genauso angefangen. Durchknattert. Ja. Aber statt so einem Board müsstest du dir, glaube ich, mach dir doch so diese klassischen Klospülungen, wo man so einer Kette zieht. Ja, auch oh, geil. Dann, stimmt. Stimmt, ja. Da bauen wir mal was. Hast du ein An die Hobbybastler unter den HörerInnen. genau. Mach doch, schick Überlege doch mal was mal, ein. Wie hieß denn früher bei El Bundy die Toilette? Ferguson 2000. Die Ferguson 2000. 3000. Wusch. 3000? Ja, genau. 2000? Nee, 2000. Ich bin mir zu 95% sicher, dass 2000. Aber okay, liebe ja. HörerInnen, liebe Hörer. Für Ferguson. Genau. Also, wie viel 1000? 2 oder 3000? Prollo, du klärst das. Ferguson 2 oder 3000. Ja, dann komme ich jetzt mal mit dem Quickie um die Ecke. Ne? Ja, bitte. Ja, also auch eine herrliche Geschichte. Es soll ja Menschen geben, die erstens verbeamtet sind und zweitens dann auch noch im Bereich Finanzen arbeiten und sich dann Finanzbeamte nennen. Und in solchen Behörden gibt es ja auch anscheinend dann immer mal sowas wie Callcenter oder so ähnlich. Jedenfalls einen Kundenservice, ja, dass da dürfen die Leute eben anrufen und ihre Fragen stellen. Und da ist es in Schweden zu einer kuriosen Geschichte gekommen. Da hat nämlich ein schwedischer Finanzbeamter, um sich vor der Arbeit zu drücken, hat er sich in einem zweimonatigen Zeitraum weit über 55 Stunden immer selber angerufen. Der hat sich mit dem Mobiltelefon angerufen, okay, und dadurch sah es dann für die Zentrale sozusagen so aus, als ob bei ihm besetzt wäre, sodass die Kundenanrufe dann immer an die Kollegen weitergeleitet wurden. Und dadurch hat er dann eben erreicht, dass er eben nicht arbeiten musste, sondern hat dann immer quasi mit sich selbst telefoniert. Und das ist dann irgendwann aufgefallen, weil seine Telefonate so unglaublich lange immer waren. Also die Kundentelefonate sind wohl im Durchschnitt eigentlich kürzer. Und irgendwann ist das dann eben aufgefallen und dann ist man ihm auf die Schliche gekommen. Und also er hat da teilweise wohl ein Gespräch mehrere Stunden lang geführt. Also das kann man sich auch schlecht vorstellen, dass ein Kunde das tun würde mit dem Finanzamt. Und er hat aber vielleicht nicht damit gerechnet, dass die so schlau sind und sich das genau angucken. Ja, und so ist es dazu gekommen, dass er dann irgendwie dann auch so ein hier würden wir wahrscheinlich sagen, in Deutschland Disziplinarverfahren über sich ergehen lassen musste. Und er zeigte sich aber hier laut Spiegel wohl nicht besonders reumütig, denn während die interne Untersuchung noch lief und er das schon wusste, hat er damit dann einfach weitergemacht. Hat er direkt weitere 4, 5 Anrufe getürkt, wo er sich selber mit dem Mobiltelefon angerufen hat. Also der Typ, dem ist wohl nicht zu helfen. Er hat sich dann wohl auch damit verteidigt, ganz offiziell, dass seine Arbeitsmotivation so niedrig sei. Ja, ja. Immerhin ist er ehrlich. Ja, immerhin. Ja, jetzt die Motivation kommt am Tiefpunkt. Beim Kundenservice bei IKEA. Jetzt Ben guckt hier nebenbei Videos, sehr gut Videos. Ich gucke das mit der Ferguson, aber dann finde ich jetzt das ganze Video, das ist die Ferguson. Ja, es ist wahrscheinlich auch, 2000 ist. Ben, du könntest ja mal so, wenn wir schon bei El Bundy sind, du könntest ja mal versuchen, wie es rüberkommt, wenn einfach zwischen unseren vereinzelten Kommentaren einfach immer diese Lacher eingespielt werden. Hm. Weißt du, dieses künstliche Publikum eingespielt. Also wie bei Sitcoms. Ja, es muss natürlich ein bisschen... Aber nicht aus dem Zombie-Keller, sondern... Das ist aus der Sendung. Das ist die Szene, wo der L seine Ferguson 2000 abspült. Tut mir leid. Hm. Das ist genau das hat der Sammer bestellt. Echo. Ja, wir müssen also entweder wir brauchen so eine Art Saalpublikum. Oder hier ist doch dieser schöne Hügel da, wo auch die Häschen immer langlaufen. Da kann man doch gut sitzen, oder? Dann hört man uns einfach ein bisschen zu, trinkt einen, lacht sich kaputt. Also willst du quasi mit sagen, wir gehen einfach auf die Bühnen dieser Welt. Bis 500 Leute ist doch machen eine auch Tournee. Ich glaube, die Ärzte haben noch gerade so einen Slot freigemacht. Ja, genau. Ja, also, ja. Würde ich sagen. Mensch. Ja, also alle, die jetzt hier leider... Das Tolle ist ja, man kann unseren Podcast auch ohne 3G hören. Also das ist ja sensationell, auch für Querdenker.
Aber unterwegs sind 4G sogar noch besser, wenn du das mobil da 2G-Gerät zum Stocken. Also 1G gibt schon das Ziel. Ja. Ach du Scheiße. Pass auf. Gibt's schon 5G, fragt er. Ja, also theoretisch. Der Trendbeauftragte. Dr. TikTok. So, pass mal auf hier. Pass mal auf, Männer. TikTok Cartwright. Männer, abschließend machen wir jetzt noch eine Sache, die wir schon damals bei der US-Wahl gemacht haben. Wir sind ja jetzt hier, wir sitzen jetzt hier am Montagabend und nächsten Sonntag ist schon Wahl und der Ben Cartwright hat uns schon angedroht, dass diese Sendung wahrscheinlich erst dann wahrscheinlich bei der nächsten Bundestag, bei der nächsten Bundestagswahl Oktober 22. Veröffentlicht wird. Also es wird noch ein bisschen dauern. Deswegen machen wir doch vielleicht jetzt hier kurz, bevor wir uns verabschieden, jeder ein Statement, was er glaubt, wie es ausgeht. Also so tun, als ob die Wahl gerade gelaufen wäre. Ja, fang doch mal an. Ja, okay. Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen geschockt, dass die Demoskopen sich echt derart vertan haben. CDU doch bei 28% finde ich den Hammer. Also ich bin ein bisschen geschockt. Und mit wem machen sie es? Das wird, der Laschi zeigen. Mit Patrick Lindner. Nee, das war der falsche Lindner. Das war der falsche Lindner. Gibt's denn noch? Keine Ahnung. Also ich, ich weiß nicht, welche Wahl du geguckt hast, aber ich glaube, nach der Wahl ist oder wird der Armin Privatier in Aachen sein. Mhm, in Aachen. Mhm. Oder bei Aachen. Ja. Weil zurück darf er auch nicht mehr, glaube ich. Paulo, dein Statement? Die Grünen haben die Mehrheit, aber unter dubiosen Umständen wird es eine schwarz-grüne Koalition geben. Laschet verhaspelt sich in einer Sprechblase und Söder wird Vizekanzler. Genau. Laschet wird Kommunikationsminister. Ja. Ja, das ist auch interessant. Jetzt ist natürlich schon so das... Laschet wird der Typ, der bei uns im Podcast im Hintergrund lacht. Der immer lacht. Ja, oder das wird der sich immer in die Kameraaufnahmen so von hinten reinschleicht, ne? so den Kopf so reinhält und nett lächelt. Ich weiß, das hat der Ben das letzte Wort. Ja, jetzt habt ihr aber auch den schwersten Part, weil ihr habt so die gängigsten Sachen alle schon gemacht. Ich fürchte, dass wir eine sehr starke AfD sehen werden, eine Alternative für Deutschland, die keine Alternative für Deutschland hat und vermutlich auch eine Überraschung, was die Koalitionsbildung anbelangt. Ich sage jetzt einfach mal Jamaika. Okidoki. Ja. Ich zünde mir auch einen an direkt. Und dann Peace. Jo. Okay. Jo. Wir werden es sehen. Lass uns überraschen. Dann macht's gut. Bis demnächst in diesem Waldstudio. Ciao, Chefsko. Tschö.